So, liebe Leute, welcome back. Euer Van Bergen ist an einem super heißen Mittwochnachmittag. Heute ist der 20. Juli. Mal am Mikrofon mit einem alternativen Videoformat. Da mache ich jetzt eine Mega-Serie. Nee, Quatsch beiseite. Ich wollte unbedingt mal frei von der Leber quatschen. Und zwar zu einem Spiel, was ich vor kurzem Let's Played habe, wo aber noch kein Fazit aussteht. Wo ich einfach mal so meine persönliche Meinung dazu sagen möchte, was mir gefallen hat an dem Spiel, warum ich es nicht mehr weiterspiele, warum ich es bereits deinstalliert habe und was ich gut fand, muss man ja auch, positive Fakten muss man ja auch nennen. Wir fangen am besten mal mit den guten Sachen an. Und ich gehe dann über zu den Negativen, also erstmal ein bisschen Honig, ne, ums Maul schmieren, was mir gefällt. Erstmal Paradox, super Entwickler, super geiles Studio, gefällt mir natürlich tierisch, gerade wegen Europa Universalis. Und da versuche ich jetzt auch viele Vergleiche heranzuziehen, ne, weil es ist die gleiche Engine, das Spielsystem ist relativ ähnlich, obwohl der Fokus hier in diesem Spiel auf einer ganz anderen Basis gesetzt wird, ne. Deswegen müssen wir das, kann man schwer vergleichen, man kann es aber trotzdem versuchen. Was gefällt mir richtig gut an Hearts of Iron 4? Die Weltkarte sieht ganz geil aus, muss man echt sagen. Das ist gar nicht mal blöd gemeint, sondern man kann sich schon reinfinden. Man hat schon dieses Gefühl, diese Atmosphäre wird schon vermittelt. Der Soundtrack ist ganz geil und auch wenn dann der Krieg losbricht, dann kriegt man schon ein Feeling dafür, wie sich das so ergeben hat damals. Ne? Auch so ein bisschen politische Nachrichten in Form von Zeitungsberichten, finde ich alles ganz geil gemacht. Gefällt mir ganz gut. Die Probleme oder sag ich mal die Nebenschauplätze des Zweiten Weltkriegs, die meiner Meinung nach noch wesentlich interessanter sind als die Kriegshandlungen selber, ist ja eine persönliche Meinung von mir, die fehlen halt gänzlich, ne? Also sprich, gerade den Nationalsozialismus mit den Holocaust und solche Geschichten, ne? Arbeiterlager, was man höchstwahrscheinlich sogar hätte implementieren können, was Produktionsstätten angeht, ne? Jetzt mal ganz krass gesagt, aber das wäre ja sogar möglich gewesen. Oder von mir aus Geheimoperationen, gerade sowas wie die Enigma, ne? Die Entschlüsselung der Enigma war ja auch so ein ganz, ganz heißes Thema im Zweiten Weltkrieg. Wo geht's noch? U-Boot-Kämpfe, sehr, sehr großer Fokus, wie die dann gehandhabt wurden. Oder innenpolitische, wie sagt man dazu, Zerwürfnisse, dass man einfach versuchen muss, seine Generäle bei Laune zu halten. Vielleicht sogar so ein bisschen Charakter-Gameplay, dass man vielleicht einen total kaputten Himmler hat, mit dem Deutschen Reich jetzt zum Beispiel, ne, der irgendwie Probleme hat mit sich selber, vielleicht ein bisschen schizophren ist oder sowas, und dann hast du halt so total super Strategen, ne, wie den Rommel oder, wie gesagt, es gibt sehr, sehr, sehr viele Szenarien, die im Zweiten Weltkrieg interessanter sind, für mich persönlich, als die Kriegshandlungen oder die Kampfhandlungen selber, die Frontentwicklung. Das Spiel setzt aber wirklich auf diesen Fokus. Es geht um den reinen Kampf, habe ich das Gefühl. Es geht nicht darum, das Land irgendwie zu positionieren, egal mit welchem man spielt, sondern alles basiert darauf, und man weiß es ja, dass diese Katastrophe des Zweiten Weltkriegs passiert, weil man das Spiel ja spielt. Und man guckt einfach, dass man fokussiert auf ja, Aufrüstung geht. Ne? Man baut die Produktionsstätten, man baut die Militärstätten, um da eben Kampfeinheiten zu bauen. Man rekrutiert Leute. Man schaut eben, dass man sein Land kriegsfertig bekommt. Und dann geht natürlich der Krieg los, egal in welche Richtung. Wenn man demokratisch ist, kann man ihn ja selber, glaube ich, nicht heraufbeschwören. Also man kann als demokratisches Land, so wie ich es verstanden habe, kein anderem Land den Krieg erklären. Was ja eigentlich auch unrealistisch ist, siehe USA heute. Muss ja irgendwie möglich sein. Vielleicht mit irgendwelchen, ja, falschen Anschuldigungen oder dergleichen. Hätte man das vielleicht mal auch mit implementieren können. Aber gut, dann kann man, also aktiv in die Kampfhandlungen eintreten, kann man nur als faschistisches Land oder als Kommunisten. So, weil ich das jetzt richtig verstanden habe. Und das macht es schon mal problematisch, weil ich habe echt keinen Bock auf solche Faschisten zu spielen. Weil eben dieser Nebenschauplatz, ne, des Zweiten Weltkrieges ich halt so interessant finde. Und gerade das macht es ja auch so problematisch. Gut, dann kann man halt eben nur mit den Faschisten, Kommunisten aktiv in den Krieg eintreten oder aktiv den Krieg losbrechen, dass man halt expandiert. Also primär, es gibt bestimmt Möglichkeiten und andere oder die Hardliner unter euch wissen auch vielleicht, dass man mit einem demokratischen Land das machen kann, aber das ist mal nebensächlich. So, und dann geht's nämlich los, dann bildet man Fronten
und versucht dann entlang der Front Land einzunehmen, bis eben die Siegpunkte erreicht sind, sprich entscheidende Städte oder vielleicht Küstenregionen und dergleichen, was ich da so gesehen habe, wo es eben dann die richtigen Kriegspunkte gibt und dann ergibt sich das andere Land kapituliert und man kann am Ende, wenn alle Feinde besiegt sind, kann man Friedensverhandlungen ausarbeiten, grob erklärt. Fokus liegt hier ganz klar auf die Produktion, Ausrüstung und wie soll man sagen, und ja, Gestaltung der Kampftruppen. Ne, also man kann ja die Kampfeinheiten noch so ein bisschen speziell einstellen, dass da noch ein paar Flaks dabei sind und sowas. Alle anderen Sachen habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, auch im Let's Play, sind fast automatisch. Man klickert sich einfach nur durch. Manche Sachen erscheinen einem sofort logisch. Gerade mal, ich mache mal so ein Bild rein vom Schwerpunktbaum. Gerade hier habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, es kommt dann oben so ein kleines Icon, das sagt dann, ah, sie haben so und so viele Machtpunkte. Oder nee, sie haben wieder die Möglichkeit, jetzt einen Schwerpunkt auszuwählen. Und dann guckt man so durch. Es sieht zwar nach viel aus, aber es ist ja wie so ein Baum. Das heißt, man sucht dann irgendwas, was gerade passt. Und das war's. Aber wirklich entscheiden, wie man sich jetzt verhält im Krieg, ist gar nicht möglich. Man hätte ja auch, Beispiel, ich versuche das mal jetzt ein bisschen zu fantasieren, wie man sich hätte vielleicht vorstellen können, dass es in diesem Spiel funktioniert. Beispiel Frankreich, wir haben ja gespielt mit Frankreich. Die Deutschen kommen eben nicht über die Grenze, über Belgien und die Maginot-Linie, schaffen das nicht und zu besiegen innerhalb eines gewissen Zeitraums. Das heißt, sie befinden sich dann in einem Stellungskrieg, kommen nicht weiter und so läuft vielleicht ihr Bonus des Blitzkrieges ab, mal als Beispiel. Dann könnte man vielleicht verhandeln, dass der Krieg beendet ist. Und dann könnte man sich aufbauen, man beobachtet dann so als passiver Kriegsteilnehmer noch um die weiteren Handlungen und könnte dann vielleicht auf anderer Seite eingreifen. Also so ein bisschen eine freie Wahl hat, aber nein, man muss zwangsläufig ganz Deutschland besetzen, um es eben dann zur Kapitulation zu zwingen. Und das fand ich halt, die Entscheidung da in die Richtung fehlt mir einfach, dass ich da selber entscheiden kann. Oder vielleicht sicherheitshalber, man merkt, ah ja, politisch ist Spanien sensibel, die sind momentan Faschisten, die haben uns ja später auch den Krieg erklärt, dass man vielleicht präventiv merkt, ah, schau mal, da sind politische Strömungen, die kommen in Spanien an die Macht, wir werden jetzt mal präventiv, auch als demokratisches Land, das sich im Ausnahmezustand oder im Kriegszustand befindet, wir werden jetzt einfach präventiv über die iberische Halbinsel werden wir jetzt marschieren und werden die einfach mal besetzen, um sicher zu gehen, dass sie uns nicht angreifen aus dem Rücken. Aber das ist nicht so möglich und das finde ich schade, da fehlen mir die Entscheidungen, die vielleicht zum Kriegsverlauf noch verändert hätten. Am Ende waren wir, wie im wahren Leben es war damals, am Ende waren wir vor Japan gestanden und mussten Japan noch klein machen, obwohl das aussichtslos war. Selbst mit den ganzen Atombomben, die wir abgeworfen haben, wurde der Krieg weitergeführt, ne? Was auch unlogisch ist. Ich meine, wenn da zwei Atombomben so eine neue Waffe auf ein Land fällt, dann gibt das Land auf. Also das ist klar. Das ist so mein Problem, was ich mit dem Spiel habe. Es ist, das, was ich gespielt habe, war wesentlich zu einfach und zu geradlinig. Also Produktionsstätten habe ich einfach nur gebaut, Militärstätten habe ich einfach nur gebaut. Ich hatte keinen richtigen Einfluss auf vielleicht, dass man sagt, ah, bau lieber nur Panzerstätten. Klar, man kann das machen bei der Rekrutierung oder bei der Ausrüstung und solche Geschichten, aber das ist halt zu geradlinig. Zwei Produktionsstätten, die man baut, dann ein paar Befestigungen, ein bisschen Funktürme. Aber man hat nie, oder ich habe persönlich nie so das Gefühl gehabt, es war für mich nie transparent, dass ich gemerkt habe, ah, jetzt habe ich da eine Überzahl. Jetzt bin ich da im Vorteil, auch was Spionage angeht, mit Funktürmen zum Beispiel. Oder es fehlt mir auch Spezialeinheiten. Sowas, solche Nebenschauplätze, die es im Zweiten Weltkrieg ja sehr interessant gemacht haben. Solche Spezialkommandos, die vielleicht das Land infiltrieren. Und dann versucht man halt Positionen oder von mir aus sogar die Führungsriege, ne, Hitler-Deutschland, vielleicht, dass man da die Führungsriege versucht zu manipulieren oder zu infiltrieren und dann da die Moral zu senken. Aber all das hat mich nie gespürt im Spiel. Also ich hatte nie eine Transparenz der Aktionen, die ich tätige und die am Ende bei rauskommen. Im Europa Universalis ist es meistens ganz einfach. Baue ich 5 Einheiten, habe ich da 5 Einheiten stehen. Ne, dann weiß ich genau, der Gegner hat so und so viel, ich habe so und so viel, alles klar, ich habe mehr oder weniger.
Bei Schiffen ist es genauso. Oh, ich habe 7 Handelsflotten. Da sehe ich meine 7 Handelsflotten. Die fahren jetzt nach, von mir aus nach Brasilien und die Karibik. Sehe ich, alles klar. Das ist der Einfluss. Sehe ich auch, wie viel Geld die machen und dergleichen. Das habe ich hier nie. Ich habe Konvois gebaut. Ich habe keinen einzigen Konvoi gesehen, dass die da rumgefahren sind oder dass man die aktiv hätte abschießen können. Oder das ist halt alles nur so statistisch festgelegt, dass mir da die Übersicht gefehlt hat. Liegt auch unter anderem daran vielleicht, dass es mein allererstes Hearts of Iron 4 war oder Hearts of Iron war. Ich habe die anderen 3 Teile nicht gespielt und hatte bisher auch nie Interesse an dem Setting, weil mir es vom Zeitraum her zu kurz ist. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr seht schon, das ist so ein fließender Übergang. Ich komme vom Arschbacken auf Kuchenbacken, kein Problem. Dafür ist das Videoformat auch gedacht. Ja, der Zeitraum ist mir einfach zu kurz. Und die Befürchtung, die ich vorher hatte, ist am Ende auch wirklich eingetreten, weil der Zeitraum von, ich glaube, man beginnt 36 bis circa 49 habe ich gespielt, ist einfach, es betrifft nur den Zweiten Weltkrieg. Keine weiteren Elemente sind dazugelassen. Es geht nur um die reinen Kampfhandlungen und der Fokus liegt da wirklich auf die Frontenbildung, auf die Einheitenproduktion und letztendlich die Eroberung des gegnerischen Gebietes. Es sind gar keine Zwischenschauplätze möglich, dass man irgendwie diplomatisch das Land ausbaut später oder dass man noch in den Kalten Krieg reinkommt, was ja zeittechnisch möglich wäre. Man könnte ja locker bis 2020 spielen, warum nicht? Ne? Mit Forschung, mit Technik, vielleicht so, dass man diesen Zweiten Weltkrieg, er ist ja, oder es wurden ja sehr, sehr viele Erfindungen im Zweiten und im Ersten Weltkrieg gemacht, die das Leben im Kalten Krieg oder das Leben danach beeinflusst haben. Ne? Sehr, sehr viele Sachen wurden erfunden, die eben dann später auch zivil genutzt wurden. Und all das fehlt, wenn man zum Beispiel sich vorstellen würde, man spielt jetzt und man hat einen Forschungsbonus in Kriegszeiten, könnte ich mir vorstellen. Und wenn der Krieg halt so lang geht, so lang wie der Zweite Weltkrieg war und so viele Länder inbegriffen hat, ne? Also sehr, sehr viele Länder waren da beteiligt, die da mitgemacht haben beim Zweiten Weltkrieg, jetzt bestimmt auch nicht so alle so freiwillig, aber auf jeden Fall, wenn man dann so einen Forschungsbonus hat, und man forscht dann und dann kriegt man tolle Erfindungen, Fernseh, Funk und was nicht alles. Und wenn man, oder das Internet wird erfunden, wenn der Krieg jetzt zum Beispiel schnell beendet worden wäre oder der Krieg vielleicht gar nicht ausgebrochen wäre, wenn man so ein Szenario spielen könnte, dass der Krieg gar nicht ausbricht, weil man diplomatisch interveniert. Und dann könnte man vielleicht damit rechnen, dass das Internet erst 100 Jahre später noch erfunden wird. Vielleicht erst 2050 oder so. Weiß man ja nicht, ne, weil es hätte ja sein können, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre. Wie gesagt, das fände ich halt super interessant, sowas zu spielen. Ist jetzt hier leider nicht möglich. Es ist ein Fokus ganz klar auf die Kampfhandlungen, habe ich bereits erwähnt. Und die waren mir persönlich zu einfach. Das ist das Problem, was ich mit dem Spiel habe. Mir war es zu einfach. Ich habe 3 Spielstände gespielt. Ich habe mit jedem Spielstand habe mir gleich wieder mal Achievements herausgesucht, so wie ich das bei Europa Universalis auch immer spiele. Und die habe ich wirklich ohne große Probleme erreicht, geschafft. Auch mit Frankreich habt ihr ja gesehen im Let's Play. Und viele haben sich beschwert, wie ich spiele. Aber ich bin ja totaler Einsteiger und habe das einfach so mal auf mich wirken lassen, das Spiel. Und da war es halt wirklich zu simpel. Hat es mich unterhalten letztendlich? Ja, in der Zeit, wo ich es gespielt habe, schon. Es hat mich interessiert. Ich habe ein neues Spiel gesehen, was ich vorher noch nie gespielt hatte. Unterm Strich muss ich aber sagen, Wiederspielwert ist für mich gleich null, weil das Szenario immer das gleiche ist. Ne? Bei Europa Universalis 4 ist es anders. Da entscheide ich, wann Krieg ist im Idealfall. Oder werde auch mal überrascht von Kriegshandlungen, weil ich mich falsch verhalten habe. Klar, ab einer gewissen Spielzeit, die man in jedem Spiel hat, entscheidet der Spieler letztendlich, wie der Spielverlauf ist, gerade in solchen Strategiespielen. Aber das fehlt mir zum Beispiel bei Europa Universalis 4, wurde ich immer am Anfang überrascht. Also auf einmal erklärt mir der den Krieg, warum, was habe ich denn getan oder ne und dergleichen. Das kann ja, wenn man als Anfänger in Europa Universalis drin ist, kann das ja ganz schnell passieren. Ne? Da versucht man ja erstmal überhaupt zu überleben mit seinem Land eine gewisse Zeit und dann ist halt rum. Wie gesagt, das sind so die Eckpfeiler, die ich habe. Was wollte ich noch erwähnen? Irgendwas, was mir gut gefällt, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ne? Die Karte, die Atmosphäre finde ich toll. Zweiter Weltkrieg toll. Die Geschichten mit den Atombomben finde ich... Oh. Also selbst in Civilization 5 sind die Atombomben effektiv. ja, was ja eigentlich eine Katastrophe ist, sowas abzuwerfen. Wir haben da gleich, ich glaube, 10 Stück abgeworfen. Und Japan hat das nicht mal gejuckt.
Wir haben ja alles bombardiert, was ging. Deswegen gebe ich eine Kaufempfehlung. Ich tue mich da schwer. Also muss ich ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung, ich finde es persönlich nicht so toll. Ich hoffe, niemand ist da böse. Und jetzt kommt es natürlich. Jetzt seid ihr gefragt, wenn ihr es noch fleißig spielt oder wenn ihr der absolute Fan seid. Versucht mal vielleicht so in einem Zweizeiler oder einem Einzeiler festzumachen, was bei euch die Faszination von dem Spiel ist. Also jeder, der es gerne spielt und der es geil findet, kann da bestimmt ein, zwei Sätze zu schreiben, was er richtig geil findet an dem Game und was ihm so richtig viel Spaß macht. Und da bin ich mal gespannt. Also da freue ich mich einfach drüber und bin da gerne bereit, noch ein bisschen zu diskutieren. Spielen werde ich es aber nicht mehr. In diesem Sinne, Leute, war mal ein komisches Video, ne? Mal eine andere Art und Weise. Aber es ist zu warm, um was Sinnvolles zu machen. Selbst, ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, für Pokémon Go ist auch zu warm. Mein Hund, der schwitzt sich einen Arsch ab da draußen und die Hitze heute Abend wieder. Heute Abend gehe ich wieder eine Runde und level ein bisschen. Also, ich wünsche euch was, liebe Leute. Macht's gut an einem sehr, sehr heißen Mittwoch in Deutschland. Ciao, ciao.